So, guten Abend, Karl-Heinz Unger. Karl-Heinz Unger ist der Vorsitzende unseres Ortsvereins hier von der SPD im Stadtteil Vosslar, in dem kleinen Dorf im Norden von Wilhelmshaven. Und die Frage ist die, die wir eigentlich allen stellen, wie alt warst du eigentlich, als du zur SPD gekommen bist? Ja, das, ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Also ich war, glaube ich, 37 oder 38, als ich zur SPD kam. Vorher und früher war ich erst in der Gewerkschaft und dann im Berufsverband der Heilpädagogen. Und dann habe ich aber gesagt, jetzt musst du da mal ein bisschen aktiv werden und bin dann in die Partei eingetreten. Was hast du gemacht, als du 37, 38 warst zu der Zeit? Da hatte ich gerade einen Wechsel gehabt. Ich habe in meinem heilpädagogischen Kinderheim Jugendliche und junge Erwachsene in Schleswig-Holstein gearbeitet und habe dann ein Heim in Fahre übernommen, das Waisenstift, was heute ja auch bekannt ist. Und das Gebäude, wenn man da reinfährt, das ist das Schöne. Toll. Da habe ich den residiert, habe ich immer gesagt. Das heißt, ursprünglich bist du aus Wilhelmshaven und dann nach Schleswig-Holstein und dann zurückgekommen. Ja, waren noch ein paar andere Stationen dazwischen. Aber im Grunde war es so, dass ich dann gesagt habe, so, jetzt will ich auch eine Leitung mal übernehmen und dann wollte ich eigentlich doch wieder in den Norden. Und da hat sich es gerade angeboten, dass dort ein Wechsel möglich wurde. Nun mal fragen, wie du eigentlich von der Sozialarbeit und der Sozialpädagogik zu der politischen Arbeit, und zwar zu der politischen Arbeit ausgerechnet der SPD gefunden hast. Also das war eigentlich eine logische Sache für mich. Ich muss einmal sagen, ich komme ja selbst aus einer nicht so schönen Gegend, also Banderbried hier in Wilhelmshaven, und zwar hinten in der Kreuzstraße, wer will ist, gegenüber vom Westbahnhof in den Baracken bin ich groß geworden. Mhm. Also insofern habe ich schon als Kind und Jugendlicher kennengelernt, wie schwierig Familienleben sein kann. Der Westbahnhof ist jetzt ganz schön. Ja, ich weiß, ich gehe auch gerne in Stegmund. Und dann war es natürlich eine Frage nur der Zeit, bis ich selbst auch politisch aktiv werden wollte. Denn diese Arbeit mit diesen Kindern und Jugendlichen aus diesen schwierigen Familien und dann die Arbeit auf den Jugendämtern, die teilweise noch nicht so glücklich war, wie man sich das vorstellt, sondern das war, hat mich einfach dazu gebracht, dass ich mir überlegt hatte, du musst doch irgendwie was auch tun neben der Arbeit. Am Anfang habe ich aber allerdings mich noch verweigert, aktiv zu sein, da ich gesagt habe, ich habe hier mit der Arbeit noch so viel zu erledigen und zu machen und zu entwickeln und hatte keine Zeit. Und jetzt mal den Sprung, wenn es recht ist, bis zu deiner Pensionierung, dann hattest du auf einmal mehr Zeit. Ja. Dann warst du auf einmal in Vosslar. Ja. Und dann passierte was? Ja, da passierte also ganz einfach. Dann jetzt kam ich dann nach Wilhelmshaven, meiner alten Heimatstadt, habe ich gesagt, hier musst du wieder hin. Und nun bin ich nach Vosslar gekommen. Das hat aber nur damit was zu tun, da ich da ein kleines Häuschen gefunden hatte, was ich mir auch leisten konnte und was auch ganz von der Lage ganz schön war. Und dann hatte ich so überlegt, ja, was machst du denn hier nun? Also das war für mich, diese Übergangszeit war schon schwierig. Mhm. Weil ich war immer in Aktion, ich hatte immer Ideen und Pläne und so. Gut, dann habe ich gesagt, jetzt gehst du einfach mal hin zur Partei hier und bin dann hingegangen und man hat mich dann auch freundlich begrüßt. Da war Walter Schulz, von dem man übrigens im Netz auch ein Interview angucken kann, wenn man will, von unserem ältesten Mitglied hier im Ortsverein. Und der war damals hier wahrscheinlich in der vordersten Reihe, ne? Der war mit in der vordersten Reihe, war auch Stadtrat. Und er war nicht in der, sagen wir mal, Ortsvereinsarbeit so aktiv, weil die andere Arbeit hat ihn doch schon sehr eingenommen. Und wie sich das so ergeben hatte, ich wusste gar nicht, wie mir geschah, war Wahl und schon war ich stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender und ich dachte, nanu, was ist das denn hier? Mhm. Gut, habe ich gesagt und dann kam, da halt entwickelte sich so, dass der damalige Vorsitzende dann schon so gesagt hat, pass mal auf, ich mach die und du machst die Arbeit und so bin ich da so reingekommen und dann auf einmal hat es mir auch Spaß gemacht. Das darf man ruhig sagen. Und das muss ich wirklich sagen, es hat mir Spaß gemacht, dass ich, weil ich denn da doch durch die Arbeit
und Kontakt zu anderen SPD-Leuten in Wilhelmshaven bekommen habe, in Gremien auch Themen kennengelernt, die hier wichtig sind. Und ich habe gemerkt, dass hier in Vosslapp eine ganz aktive und gute Gruppe ist. Das ist so eine Gruppe, da waren die Ansätze schon da, das war schon mehr als nur Partei. Da entwickelte sich schon so irgendwie was, so auch so kameradschaftlich, freundschaftliches. Gar nicht mal so vielen Mitgliedern hier, wir sind also kein riesig großer Verein, relativ viele Aktionen machen. Ne? Also das muss ich sagen, das haben wir schnell erkannt, aber das war eben die Chance, die wir hatten, weil wir hatten eine gute Kerntruppe von 10 Genossinnen und Genossen, die wirklich bereit waren, mit anzupacken. Und diese Gruppe hat immer wieder neue Ideen entwickelt. Und ich habe mich gewundert. Und dann tauchte plötzlich irgendwann die Frage auf, naja, Karl-Heinz, willst du nicht den Ortsverein machen? Ja, eigentlich wollte ich das gar nicht. Also ich hatte gesagt, naja, so als Stellvertreter, und das wäre schon ganz gut gewesen. Aber es hat sich so personell so entwickelt, das war zu der Zeit ein Wechsel da und wir hatten nicht so richtig einen. Man hat mich praktisch ausgeguckt. Ja. Und ich bin so ein Typ, der immer so schlecht Nein sagen kann. Aber heute bedauere ich es nicht. Ich mache das jetzt schon über 10 Jahre und ich muss sagen, mit der Gruppe haben wir auch sehr erfolgreich hier in Vosslapp parteipolitisch gearbeitet. Und wir haben wirklich erstaunlich viel erreicht. Ja. Hier und gemacht und auch ich kann mich ja nur wundern, wir haben im letzten Jahr mal, hat unser junges Mitglied Dennis ein Jahresbuch entwickelt und mit unserer Hilfe und gemacht. Und da habe ich gestaunt, was wir eigentlich in dem Jahr, 2011, was wir da alles an Veranstaltungen gemacht haben. Und ich frage mich heute, wie haben wir das eigentlich hingekriegt? Ja. Aber wir haben es hingekriegt und das ist eine tolle Sache. So habe ich dich kennengelernt, dafür danken wir dir und fürs Gespräch sowieso, dass du hierher gekommen bist. Gerne. Und jeder, das habe ich auch eben schon über die anderen, über Howard Jacks und die anderen Kollegen gesagt, Genossen gesagt, du bist auch ansprechbar, wenn jemand was möchte, kann er einfach auf dich zukommen. Immer. Meine Telefonnummer ist bekannt. Steht auf der Homepage. Steht auch überall drauf, in unserer Homepage, wo wir auch wirklich stolz drauf sind, dass Dennis die entwickelt hat und begleitet. Ja. Also ist schon eine tolle Sache. Und das ist es. Wir haben ein gutes Team und dieses Team möge noch lange zusammenhalten. Und das kann auch noch Verstärkung gebrauchen. Ja, wir würden uns freuen über jeden jungen und Mittelalter oder älteren Menschen, der bereit ist, mit uns zu denken, zu handeln. Vor allen Dingen zu handeln. Okay. Danke nochmal.